eigentlich die Hauptbotschaft. Wenn man es einmal weiß, ist es leicht. Das gilt einmal für die Konstruktion, das gilt aber auch für die Bedienung der Drucker, für die Bedienung der Software. Es ist recht simpel. In der Welt gibt es schon genug Schwierigkeiten, zumindest das ist dann leicht. Und deswegen wollen wir da jetzt noch weitermachen. Wir wollen jetzt hier einfach nur noch ein paar Phasen und Verrundungen dran machen. Hätten wir das. Und damit ist, sag ich mal, was die Konstruktion angeht, der Flansch erstmal fertig. Und jetzt ist halt die Frage, wie bekomme ich das zur Software? Zu der Software, die dann die Drucker lesen kann, zu dem Format, was die Drucker brauchen. Das ist die Eiger-Software, da kommen wir gleich zu. Und dabei ist es erstmal wichtig, dass wir die richtige, den richtigen Dateiformat exportieren. Und das müssten Sie sich einfach merken. Wir arbeiten komplett im STL-Bereich. Eine STL-Datei ist einfach ein Volumenkörper, der in Dreiecke aufgeteilt ist. Und da ist es wichtig, dass man die richtigen Einstellungen wählt, damit nicht die Dreiecke zu groß und nicht zu klein sind. Zu groß hat man das Problem, dass es im Druck dann sichtbar wird. Wenn es zu klein ist, dann ist die Dateigröße zu groß. Wer dazu mehr wissen möchte, einfach mal nach STL-Datei oder STL-Format recherchieren. Da gibt es genug Material. Damit wären wir im SolidWorks-Part fertig. Also das einzig Wichtige ist die Konstruktion, einzelne Teile dann im STL-Format zu exportieren. Und wir gehen jetzt einmal her nach Eiger. Die Eiger-Software ist cloud-basiert. Das heißt, wir haben einfach im Browser unter Chrome die Adresse. Und da ist es so, dass sie, das kann ich schon mal sagen, sage ich mal jetzt schon, obwohl auch noch kein Drucker da ist, sage ich mal, diese Software einfach sich dort registrieren können, dort Bauteile reinladen können und selber sehen können, wie wird es denn hinterher gedruckt, wie sind die Pfade, da gehen wir gleich alles durch. Und das empfehlen wir einfach, ihre Bauteile reinzuladen. Sie wissen sofort Kosten, sie wissen sofort, wie viel Volumen an Material sie brauchen, welche Möglichkeiten es da gibt, ist zu groß, zu klein, all diese Dinge kann man dort dann sehen. Jetzt importiere ich hier oben rechts in meinen Projektordner einfach die Datei, entweder mit dem Auswahlverfahren hier, Flansch, nehmen wir einmal erst den feinen, importieren das und da ist er schon. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier in Eiger ganz easy die Ausrichtung zu ändern, indem wir auf diese einzelnen Flächen klicken oder aber auch indem wir hier rechts, das ist so dieser blaue, wir gehen dann in die Internal View, vielleicht war es ein bisschen schnell, unten rechts, Internal View war freigeschaltet worden, nachdem ich auf Speichern gedrückt habe und kann dort dann einmal reinschauen. Gut, gleich ist es schon am Ende von der Berechnung. Was jetzt Eiger gemacht hat, ist einmal geguckt, okay, wo sind jetzt hier Stützstrukturen, wo muss ich unterstützen, wie werden die Pfade berechnet, um alles vorzubereiten und hier dann der Preis so, dass wir ein geschlossenes System haben. Das heißt, diese Eiger-Software gehört zu den Markforged-Druckern und ist auch nur damit zu verwenden. Und damit drucken wir den auf diesem Drucker entweder direkt los oder als nächstes in die Queue laden oder in die Warteschlange. Wir nehmen jetzt das zweite, dass wenn wir jetzt gleich dahin gehen, dort dann der Drucker direkt gestartet werden kann. Und das ist einfach unsere Botschaft. Die Eiger-Software ist simpel. Das Konstruieren, das ist natürlich immer eine Sache, wo man viel Randbedingungen und so weiter beachten muss. Aber auch dann das Laden auf den Drucker und den Drucker bedienen selbst. Es ist wirklich sehr, sehr leicht. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir einmal zu den Druckern. Und wir gehen jetzt hier zum Graf Onyx im dritten, wo wir ihn gerade ausgewählt haben. Tun einmal nur ganz easy hier eine Schicht drauf. Ungefähr dort, wo wir es gerade platziert haben. Gehen dann ins Menü, klicken hier auf die Warteschlange Print Queue. Und dort werden wir schon sehen, dass die beiden Bauteile, die wir gerade eingeladen haben, hier erscheinen. Drücken auf Print und das war's. Er holt sich jetzt die Datei und fängt an zu drucken.